Wer hat Peter W. in Mainz-Weisenau umgebracht? In der Nähe einer Bushaltestelle ist er 1991 ermordet worden. Ein besonderer Kriminalfall, bei dem auch die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst nach dem oder den Tätern gesucht hat. Erste Hinweise gab es nach diesem Diebstahl. November 1991. Zunächst scheint es ein alltäglicher Fall. In ein Wohnhaus in Mainz wurde eingebrochen. Die Täter erbeuten dabei auch Waffen und Munition. Und eine der gestohlenen Waffen wird wenig später bei einem tödlichen Verbrechen eingesetzt. Wer hat Peter W. in Mainz-Weisenau umgebracht? Mainz, meine Damen und Herren. Auch die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst hat versucht, zur Aufklärung beizutragen. Der Kriminalitätsexperte Ralf Döbele befasst sich noch einmal mit dem Verbrechen in der Nähe einer Bushaltestelle. Ausgangspunkt dieses Falls war ein Verbrecherduo, zwei Männer, die immer wieder Bewährungsstrafen erhalten hatten. Und dann im Herbst 1991 fassten die beiden schließlich einen Irrsinnsplan, muss man schon sagen. Einen Plan, der einen Menschen das Leben kosten sollte. Der Fall beginnt im Haus eines Ehepaars im Mainzer Stadtteil Bretzenheim. Am 29. November 1991 kommen die beiden zunächst von der Jagd zurück. Sie machten sich noch kurz frisch und legten ihre beiden Jagdwaffen in der Diele ab. Eine Schrotflinte und ein Revolver Kaliber 38. Danach begaben sie sich in eine nahegelegene Gastwirtschaft und dort hielten sie sich bis gegen 2 Uhr morgens auf. Als das Paar nachts nach Hause kommt, erleben sie eine unangenehme Überraschung. Während das Ehepaar in der Gastwirtschaft war, erhielt ihr Haus ungebetenen Besuch. Die Täter durchsuchten praktisch das ganze Haus. Sie erbeuteten zahlreiche Schmuckstücke, aber auch die beiden Waffen, die in der Diele abgelegt waren. Und der Revolver, den sie entwendeten, der sollte in einem ganz anderen Verbrechen 5 Tage später eine besonders wichtige Rolle spielen. Dieses andere Verbrechen kostet einen Menschen das Leben. Peter W. Peter W. war 29 Jahre alt, er war verheiratet und Juniorchef einer Firma für Zigaretten und Tabakwaren. Die Firma befand sich bereits seit mehreren Generationen in Familienbesitz und er leitete sie gemeinsam mit seinem Vater. In dem Direktionsbüro befand sich ein größerer Tresor. Dort wurden stets die Tageseinnahmen aus den Zigarettenautomaten aufbewahrt, ausschließlich Hartgeld. Am 5. Dezember 1991 verlässt Peter W.'s Vater gegen 20 Uhr das Gebäude. Der Sohn bleibt alleine im Unternehmen. Gegen 22 Uhr telefoniert er noch einmal mit seiner Frau und kündigt an, jetzt nach Hause zu fahren. Die Kripo Mainz konnte den Tatablauf nur in Bruchstücken rekonstruieren. Fest stand, Peter W. wollte das Direktionsbüro, das Firmengebäude verlassen. An der Eingangstüre stürmte ein unbekannter Mann auf ihn zu, bedrohte ihn mit einer Waffe. Es kam zu einem Kampf zwischen den beiden Männern. Im Verlauf dieses Kampfes fiel ein Schuss aus unmittelbarer Entfernung und Peter W. wurde in den Kopf getroffen. Danach rannte der Täter panisch weg. Zeugen sagten später aus, dass kurz danach eine weitere Gestalt zu dem leblosen Juniorchef hineilte und dessen Aktentasche entwendete. Peter W. wird mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. 2 Tage nach dem Verbrechen stirbt er. In den Fokus der Polizei gerät zunächst diese Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe des Firmengeländes. Gegen 22 Uhr machte ein Zeuge hier eine überaus wichtige Beobachtung. Er kam hier vorbei und sah, dass sich ein Mann in der Bushaltestelle aufhielt, obwohl der Bus erst in einer Viertelstunde kommen würde. Und als er an diesem Mann vorbeiging, drehte der sich auf recht auffallende Art und Weise weg. Dieser Mann, der von dem Zeugen gesehen worden war, war nach dem Verbrechen verschwunden. Am Tatort kann eine Geschosshülse sichergestellt werden. Kaliber 38. Wie sich herausstellt, stammt sie aus demselben Revolver, der 5 Tage vor dem Verbrechen an Peter W. aus dem Haus in Mainz-Bretzenheim gestohlen wurde. Durch diese Verbindung kommt auch den anderen entwendeten Gegenständen eine wichtige Bedeutung zu. Das Ehepaar hatte sich tatsächlich sehr vorbildlich verhalten und hatte die wertvollsten Schmuckstücke aus ihrem Besitz vor der Tat abfotografiert. Doch auch das abgebildete Diebesgut führt zunächst nicht zur Festnahme der Täter. So entschließt sich die Kripo Mainz 1992, den Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst vorzustellen.
In Mainz, meine Damen und Herren, wurde vor einem halben Jahr ein Geschäftsmann völlig unmotiviert, so schien es zunächst, erschossen. Inzwischen vermutet die Polizei, dass das Opfer beraubt werden sollte, der Täter aber plötzlich aus dem Konzept gekommen ist und geschossen hat. In dem Filmbeitrag, der im Juli 1992 bei XY lief, wurde nicht nur der Todesschuss auf Peter W. nachgestellt, sondern auch der Einbruch hier in Bretzenheim. Auch die von dem Ehepaar fotografierten Schmuckstücke werden gezeigt. Und die erbeuteten Waffen. Eine weitere Besonderheit war auch, dass die Belohnung in diesem Fall überaus hoch war. Von privater Seite wurden 70.000 D-Mark für die Ergreifung der Täter ausgelobt. Doch auch die XY-Sendung sorgt nicht für einen Ermittlungsdurchbruch. Nach der Ausstrahlung des Falls gingen zwar zahlreiche Hinweise bei der Kripo Mainz und im Aufnahmestudio ein, doch eine entscheidende heiße Spur ergab sich daraus nicht. Tatsächlich kam die Kripo Mainz in den nächsten Jahren bei dem Fall auch nicht wirklich weiter. Und 1998 sah es dann kurzzeitig danach aus, als müssten die Ermittlungen eingestellt werden. Mit Hilfe von Regionalzeitungen will die Kripo Mainz nun ein letztes Mal an die Öffentlichkeit gehen, um den Tod von Peter W. vielleicht doch noch klären zu können. Und daraufhin meldeten sich zwei Frauen bei der Kripo, die überaus wichtige Aussagen machten. Eine davon sagte, ihr damaliger Ex-Ehemann, ein gewisser Arvid W., hätte ihr von einem schiefgelaufenen Raubüberfall berichtet, bei dem ein Mensch erschossen worden war. Die zweite Frau, ebenfalls eine Ex-Freundin desselben Mannes, sagte dann bei der Kripo genau dasselbe aus. Ist der Mordfall Peter W. damit aufgeklärt? Die Kripo Mainz sah sich den besagten Arvid W. natürlich genauer an und man stellte dabei fest, dass er sich bereits in Haft befand, und zwar in Baden-Württemberg. Dort saß er eine langjährige Haftstrafe wegen einer ganzen Reihe von Diebstählen und Einbruchsdelikten ab. Dort fanden die Beamten dann schließlich auch seinen Komplizen, Vinzenz S. Die beiden hatten die Tat in Mainz und auch den Einbruch in Bretzenheim gemeinsam verübt. Und schon bei der ersten Befragung durch die Kripo Mainz legten die beiden ein Geständnis ab. Damit bestätigt sich auch die im XY-Film gezeigte Theorie. Es waren tatsächlich zwei Menschen an der Tötung von Peter W. beteiligt. Nach ihren Geständnissen führten die beiden Täter die Kripo-Beamten in ein kleines Waldstück. Dort hatten sie nach dem Verbrechen die Tatwaffe, den Revolver, vergraben. Die Polizisten stellten dann auch fest, dass sich in der Trommel des Revolvers nur noch 5 Patronen befanden. Das heißt, eine fehlte, die mit der Peter W. erschossen worden war. Im Herbst 1998 beginnt am Landgericht Mainz der Prozess gegen die zwei Männer. Allmählich ist auch das Motiv für den Überfall auf Peter W. erkennbar. Die beiden Täter hatten es offensichtlich auf den Tresor im Direktionsbüro abgesehen. Sie wussten, dass sich Tageseinnahmen darin befanden und der Plan war, Peter W. zu bedrohen, ihn ins Direktionsbüro zu treiben und dort die Tageseinnahmen zu stehlen. Allerdings hatte dieser Plan auch eine gewaltige Logiklücke, muss man sagen, denn in dem Tresor befand sich ausschließlich Hartgeld aus den Zigarettenautomaten der Firma. Dieses Hartgeld war verpackt in rund 100 Säcken und jeder dieser Säcke war 5 Kilogramm schwer. Wie diese beiden Täter also Peter W. in Schach halten wollten und zeitgleich diese extrem schwere Beute vollständig abtransportieren wollten, das entzieht sich wirklich jeder Logik. Für eine mögliche Verurteilung stellt sich auch die Frage, wurde Peter W. absichtlich erschossen? Im April 2000 wurden die beiden Männer dann hier am Landgericht Mainz wegen Raub mit Todesfolge verurteilt. Das hatte den Grund, da Arvid W. vor Gericht vehement bestritten hatte, Peter W. vorsätzlich getötet zu haben, und man konnte ihm auch nicht das Gegenteil beweisen. Arvid W. wurde als Haupttäter zu 14 Jahren Haft verurteilt. Vinzenz S. als sein Komplize musste 13 Jahre in Haft. Außerdem verhängte das Landgericht gegen die beiden Männer die anschließende Sicherungsverwahrung. Das hatte den Grund, dass die beiden, Zitat, ein opulentes Vorstrafenregister vorzuweisen hatten. Peter W. musste letztlich sterben, weil zwei einschlägig vorbestrafte Kriminelle einen überhaupt nicht umsetzbaren Plan geschmiedet hatten. Und die Situation wohl auch deshalb eskaliert ist.